Willkommen im Lager. Ja, und damit willkommen zurück zur Insel der Diebe. Wir sind immer noch hier, wir haben die Koboldplage beseitigt und jetzt bleibt anscheinend nur noch dieser Koboldkönig übrig, dem wir jetzt gleich mal einen Besuch abstatten werden. Der war hier oben. Ich guck mal. Ich gehe einfach jetzt mal hier rum. Genau, ich wollte ja noch dieses Lagerfeuer entdecken da hinten. Oder auf jeden Fall brennt da hinten ein Feuer. Das wollte ich mir mal anschauen. Okay, das war ein riskanter Sprung, den ich jetzt einfach mal gewagt habe. Oh, kommt Jafar überhaupt da drüber? Ach, der geht außen rum. Naja, okay. Kann man ja auch machen. Gut, oh, hier ist eine Schatzkiste. Ich dachte, hier geht's jetzt runter, aber... Oh, das ist wohl eine Truhe, da muss man ein bisschen nachdenken. Ja. Ja, diese Truhen. Okay, dann... Wo geht's denn hier runter? Ach so, wahrscheinlich da hinten. Nicht zu weit springen. Ah, okay. Boah, wenn das hier Erzbrocken wären, da würden die in der Minenkolonie aber verrückt werden. Ich so, wie kommt man denn jetzt hier hoch? Oh, da ist noch ein Gnom. Oh, was machst du denn da? Ein Homie? Was macht ein Homie auf Insel der Gnome? Ich bin nur auf der Durchreise. Ah, du bist reisender Homie. Gabo, intelligenter Gno. Versucht, Hono der Gno in Welt zu vergrößern. Gabo auch dem Taki, dem Clown, abgeschworen. Er jetzt arbeiten für Kulki und Gold. Du arbeitest? Jip, jip. Gabo arbeitet. Gabo ist Jäger. Was jagst du denn? Ich jage ein furchtbares Gotzo. Ein Monster, so furchtbar sein, dass Gabo Angst hat, es zu nennen. Irgendwas schläft hier wieder. Man hört wieder so extreme Schnarchgeräusche. Spuck's aus. Oh, das war die... Wir nennen es den Gnomfresser. Eine furchtbare Bestie. Sie frisst Gno und klaut unsere schönen Dingi. Die Bestie so schrecklich, dass kein Gno sich in ihre Nähe traut. Sie so grauenvoll, dass... Ich hab's kapiert. Schreckliche Bestie und so. Captain manchmal viel zu unhöflich. Immer gut zuhören, wenn Gno spricht. Okay, es gab jetzt keinen Seelenabzug, dass ich jetzt so unhöflich war. Zum Glück. Das war nämlich jetzt gerade aus Versehen, als ich sage, spuck's aus. Ja, dann töten wir mal wieder einen Gnomfresser. Wir haben zwar schon im zweiten Teil den von der Insel befreit, aber irgendwie kommen die wieder. Ich helfe dir, die Bestie zu töten. Homie würde das tun? Homie ist ein guter Kumpo. Dieser Gno weiß genau, wo das Gotzo sich versteckt. Du sagst mir Bescheid, wenn ich dich bringen soll? Mach ich. Lass uns gehen. Bevor wir gehen, sollte ich Homie warnen. Dieses Gotzo ist Stoff, aus dem Legenden gebraut werden. Ich Nimm auch. Nimm es nicht auf die leichte Schulter. Folge mir, ich bringe dich zu ihm. Moment, bleib mal gerade unten, Gabu. Ich guck mal gerade hier oben, ob es hier irgendwas... Interessantes gibt, wenn man denn hier hochkommt. Ha. Ja. Na gut. Nee, dann folge ich lieber dem Gnomen gerade. Hopp, hopp. Was macht der Alligator denn am Strand? Hör mal, du bist ja auch ein Süßwassertier. Weg mit dir. Denn jetzt hier gerade fünf. So. Liegt hier einfach ein Alligator am Strand. Also das habe ich auch noch nie gesehen. Komm, komm.
Ich kriege dich! Dazu jetzt tot! Ja, kämpf und so! Boah. Also wenn jetzt mal wieder hell werden würde, das wäre super. Aber es ist, glaube ich, gerade erst dunkel geworden. Ich sollte mal gleich mein Bett suchen, wenn ich eins finde. Also dann nutze ich das einfach mal. Bei Gelegenheit. Hopp, hopp. Mhm. Ah, da haben wir auch schon den Gnomfresser. Und das ist ein bisschen schade, dass in dem Teil einfach das Modell eines Leviathans genommen wurde, weil im zweiten Teil gab es einfach wirklich ein richtiges Modell für den Gnomfresser. Kann natürlich auch sein, dass sie Gnome einfach alles, was Gnome tötet, Gnomfresser nennen, aber nee. Dafür ist das, dann müssen sie die Viecher ja auch alle Gnomfresser nennen. Hier im Gang! Nix aufhören! Weiter so! Ich kriege dich! Der Gnomfresser im zweiten Teil hatte wirklich auch noch so Gnome, Gnomleichen an sich hängen, glaube ich. Oder das ist aus dem Artwork. Auf jeden Fall sieht man auch im Artbook, dass das definitiv anders aussieht. Jetzt haben wir den ganz schnell getötet. Ja. Hm. Hopp, hopp! Ja, der ist doch tot, Junge. Wo willst du mit mir hin? Sieh dich um, Homie. Es ist gefährlich hier. Dein Gnomfresser ist Geschichte. Gabo ist Homie sehr dankbar. Dieses Gozo war große Bedrohung für Gno. Die Kobolde sind dagegen eine einfache Vico-Aufgabe. Wenn du das sagst. Gabo muss jetzt dringend gehen. Viele wichtige Aufgaben noch auf Eila. Tschüss, Homie. Ja, jetzt klärt sich auch, was hier unten einfach noch ist in der Welt. Das ist nämlich einfach nur diese Höhle von dem Gnomfresser. Kann ich mich nämlich gleich, wenn ich ein bisschen mich umgeguckt habe, zurückteleportieren. Und dann habe ich es auch. Moment, wo geht's denn hier hin? Oh, 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 oh. Eine Bombe. Wer spannt denn hier sowas in so ein Bächlein? Also müssen schon viele fiese Gestalten sein. Und keins dieser Viecher, die hier leben, ist reingelaufen. Hm. Ich frage mich ja, ob ich andere Leute da reinlocken könnte. Achso, ich kann ja Fernkampf jetzt steigern. Oh, das ist auch ein lebendes Exemplar. Ich wollte ihn gerade plündern, aber. Oh, da haben wir wieder einen Dunkeldürrer. Den habe ich jetzt auch schon lange nicht mehr gesehen. So, okay. Riesenratte. Vielleicht sind das unsere Schnarchenbolde von vorhin. Aber ein Bett ist hier. Sehr gut. Dann schlafe ich bis zum nächsten Morgen und hoffe, dass kein Albtraum. Ja, doch, okay. Nein, doch nicht. Oh. Ich dachte jetzt, wenn es dunkel wird in der Animation, dann kommt ein Albtraum. Aber ich glaube, das ist mit dem Ladebildschirm, dass da steht, dass er lädt. Dann kommt ein Albtraum. Ich steigere gerade mal mein Fernkampf oder ja, oder steigere ich Magie? Ha. Was gab es denn noch für Fähigkeiten, die ich erlernen kann? Da muss ich ja immer wieder mal nachgucken. Voodoo-Magie. Steigert dein Voodoo-Magie-Talent um 10 Punkte. Dafür brauche ich noch Einfluss. Ach so. Einfluss brauche ich auf 40. Und Gold brauche ich 1000. Hm. Wie viel Voodoo-Magie habe ich denn? Ne, ich habe 1 von 3, klar, aber hier. Na gut, meine Voodoo-Magie ist ja schon recht hoch. Ich glaube, ich steige ja mal gerade einfach hier Fernkampf, so. Macht gerade ein bisschen Spaß mit dem Schießen. Gott so, ich kriege dich! Geht irgendwie auch leichter von der Hand als dieses Voodoo-Zaubern. Auch wenn ich dafür Munition verbrauche. Ich kriege dich! So, hier haben wir wieder ein Erzvorkommen, oder was ist das? Kristallader, na gut.
Da liegt auch jemand daneben, der hat sich zu Tode gearbeitet anscheinend. Immerhin hat er mit einer Gabel gegessen, offenbar. Okay, jetzt kann ich aber, glaube ich, auch hier raus. Ich teleportiere mich jetzt einfach mal. Ich glaube, das ist der Einzige hier, der so nah an dem Koboldkönig ist. Dann ja, geh ich mal hier lang. Moment mal, ist das ein Durchgang oder ist das... Nein, das ist natürlich eine Koboldhütte. Dann... nach unten, okay. Ist der tot? Oh. Lag da immer ein Toter oder haben hier jetzt Gegner angegriffen? Das wäre natürlich interessant zu wissen. Da haben wir einen Golem. Oh je. Okay, da haben die natürlich mit einem Problem zu kämpfen, die Gnome. Denn die gegen Golem, das ist nicht so toll. Na gut, dann mal wieder die Magie raus. Oh, zwei Golems sogar. Guck mal, ob ich noch ein bisschen Einfluss steigern kann. Nein, okay, da. Ob ich das nämlich noch schaffe, bevor ich durch bin, um meine Voodoo-Magie zu verstärken. Ich weiß ja nicht, bei wem ich das erlernen könnte. Sah nämlich nicht so aus, als ob ich das noch bei meinen Kollegen in Kiel erlernen könnte. Und das, obwohl wir jetzt Voodoo-Meister sind, habe ich nur Punkt 1 von 3 in der Voodoo-Meisterei. Das ist jetzt noch gereimt. Deine Flächenangriffe da, die werden dir nichts bringen. Wieso kann ich denn jetzt nicht hier rüberrollen? Hallo? Das ist mal ehrlich. Und komisch. Oh, da oben könnte ich noch hochklettern. Aber ich bezweifle, dass da irgendwas Interessantes sein wird. Vielleicht wieder irgendeine Kiste oder... Na gut, Jadebrocken, okay, die gehen ja noch. Die brauchen wir ja zum Kaufen unserer Skills. Aber sonst... Na Moment mal, hier muss man drüber klettern. Oder balancieren eher. Ja, aber hier gibt es trotzdem nichts. Na gut, das habe ich gedacht. Na gut, ein bisschen Gold liegt hier rum. Eine Krone. Ist diese Krone vielleicht das Aurikulki eines Gnomes? Das ist natürlich sehr wahrscheinlich. Der hat aber ein sehr gutes Versteck, muss ich sagen. Es ist im gefährlichen Gebiet, es ist erhöht, man findet es nicht direkt. Eigentlich ideal für so einen Gnom. Oh, okay, das tat jetzt ein bisschen weh. Das war jetzt ein bisschen höher, als ich gedacht hätte. Okay, dann schau ich mal, ob hier irgendwo auch der Koboldkönig dann auch ist. Schon wieder Gold. Okay, es soll anscheinend eine Spur sein. Eine Goldspur. Ja, ich glaube, das Problem mit dem Koboldkönig wird sich jetzt gleich lösen. Aber, was ist denn hier los? Ist irgendwo ein Durchgang oder
Was ist hier los? Moment, ich probiere es nochmal, indem ich hier hochkletter, weil der Koboldkönig ist anscheinend... Nee, Moment mal, hier komme ich auch nur darin anscheinend. Aber wie komme ich denn... Was ist denn das für ein Symbol hier? Wie komme ich denn jetzt zu dem... Also ich versuche es mal hier hochzuklettern. Vielleicht komme ich noch höher als eben. Ich bin ja eben ein bisschen abgelenkt worden, weil ich über diesen Stamm geklettert bin noch. Aber... Moment, hier jetzt auch noch hoch, genau. Ja, wie hoch komme ich denn jetzt hier? Nee, höher komme ich hier auch nicht. Ja gut, bis hierhin komme ich... Ja doch, hier komme ich noch ein bisschen höher. Ich bezweifle aber, dass das so gewollt ist, dass ich hier hinkomme. Das könnte ich nämlich jetzt hier hoch... hochziehen irgendwie. Aber wie ist es denn, wenn ich mich jetzt Vogel hier... Ja, so ist das Klettern schon angenehmer. Ich glaube, hier muss ich mal speichern. So. Wow, jetzt bin ich aber auch richtig hoch. Moment mal, vielleicht hilft nochmal den Vogel. Ich habe ja 16 Rollen noch. So, das ist doch schon mal nicht schlecht. Jetzt bin ich zwar hier wieder. Okay, ich muss langsam mal in die Richtung gehen. Uiuiui, was ist denn jetzt los? Nein! Was ist denn das? Ja, ich bin wieder bei Jaffa. Na gut, ich bin zwar tot, aber okay, probier's nochmal. Diesmal als Vogel. Oh Mann, ey. Was war da denn jetzt los? So, und jetzt mal ganz leichtfüßig hier rüberfliegen. Ich glaube, hier mache ich meine Zwischenlandung. Okay, er bewegt sich unter mir anscheinend. Das sehe ich gerade auf der Minimap. Der hat sich gerade bewegt. Und hier ist eine unsichtbare Wand. Naja, okay. So, er ist aber wahrscheinlich unter mir. Ich versuche mal... Überflieger. Oh, jetzt habe ich ein Achievement freigeschaltet. Was denn? Na gut, auf jeden Fall muss ich anscheinend hier reinfliegen. Gäbe es denn sonst noch einen Weg, wie man da reinkommt, außer zu fliegen? Huh. Bin ich hier echt mit Fallschaden runtergestürzt. Na gut, dann werde ich die mal so aufs Korn nehmen. Oberkönig, ha, das ist, ich soll ja anscheinend der letzte Gegner sein. Ich bin aber natürlich hier auf der anderen Seite reingekommen. Das ist nicht so gedacht gewesen anscheinend. Also komme ich gleich wahrscheinlich beim Strand wieder raus. Wenn ich den jetzt hier töte. So, der ist tot. Zwei Burschen auch. So, und jetzt ist... Oh, nee, das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte jetzt... Nein. Ach, jetzt, ja, trink erstmal aus, genau. Ich wollte jetzt eigentlich... Gucken, was ist das? Bestimmt Papageienflug, oder? Ja. Gut, man soll nämlich von hier aus wegfliegen wieder. Aber es war nicht so gedacht, dass ich hier reinfliege. Aber das habe ich jetzt einfach mal so gemacht. Weil ich nicht wusste, wie ich den sonst finden soll. Kompliziertes Schloss.
Oh, da haben wir wieder ein paar von den Burschen. Die schießen sogar zurück. So, habt ihr denn irgendwo irgendwie ein Goldreservenversteck? Irgendwie sowas? Wäre natürlich mal interessant. So, hier sind Äffchen auch noch irgendwo. Das heißt, ich könnte mich hier irgendwo wieder klein machen, aber ich kann keine Affen zähmen. Da könnte ich wahrscheinlich gut an Gold kommen. Aber ich glaube, ich werde noch genug finden. Ich bin ja in Spielen sowieso nicht so der Typ, der viel gute Waffen bei Händlern kauft, sondern ich bin eher einer, der was Gutes findet und damit dann umgeht. Deswegen nehme ich in Spielen, auch wenn man die Wahl hat, eher die kleinere Belohnung, kriegt dafür mehr Erfahrungspunkte, weil ich das Leveln durchaus wichtiger finde. Okay, wo muss ich jetzt lang? Rechts oder links? Ich gehe jetzt mal einfach mal hier. Nach rechts. Das sieht nämlich so aus, als würde ich dann wieder im Koboldhausen rauskommen. Ah, toll, jetzt spaltet sich wieder der Weg. Wieder mal nach rechts. Hier ist auch der Dunkeldürrer wieder. Hä? Und hier ist... Moment mal, in der Höhle war ich doch eben. Ach, hier wäre ich so zum Koboldkönig gekommen. Ich Depp. Ich bin hier gewesen, habe das Koboldlager gesäubert und dachte, ich guck mal, was hier so ist. Dann gehe ich wieder zurück und gehe hier oben irgendwie lang. Aber nein, ich hätte einfach hier bei unserem Freund neben der Mine weitergehen müssen. Dann hätte ich den gefunden. Ja, wow, super. Na gut, okay, wie es hier rausgeht, das, da haben wir ja schon auf dem Hinweg alles gesäubert, als ich eben schon mal reingegangen bin. Hier oben würde ich dann wieder im Kobolddorf rauskommen. Ich glaube, ich guck mal, dass ich hier auch meine Belohnung jetzt erstmal kassiere. Und dann kann ich ja auch hier wieder weg. Bevor ich dann die Nebelinsel ansteuere. So. Die Kobolde aus den Vorposten wurden vertrieben. Verstehe. Reiche Beute für den schwarzen Schatten. Ich hoffe, er ist nun satt. Es macht mich traurig, so viel Tod auf meiner Insel zu sehen. Es gab keine andere Möglichkeit. Ich weiß. Du hast getan, was getan werden musste. Hier. Es soll dir Glück bringen. Was hat es mit dem großen Vogel auf sich? Er ist der Hüter des kleinen Volkes. Wenn wir nicht mehr sind, geleitet er uns auf die andere Seite. Aber wenn wir ihn erzürnen, wird er seine Federn lassen. Ohne ihn ist der Weg in die nächste Welt versperrt. Wegen der Aurikulkis. Habe ich die Dinger? Ja, ich habe die alle. Ah. Was ist mit diesem Ding? Das, mein Freund, ist Weltenseher, das Glas der Gläser. Mit ihm war es dem Schamanen Nodi möglich, ferne Länder aus der Nähe zu betrachten. So wusste er stets, was die Zukunft ihm bringen mochte. Doch Nodi hat bereits den zweiten Tod gefunden. Darum hat der Fluch Nanook geholt. Möge er Frieden finden. Wegen der Aurikulkis. Wieso habe ich den Seelenabzug gekriegt? Hä, ich krieg Seelenabzug, wenn ich die Aurikulkis abgebe, oder was? Kommt dir das bekannt vor? Oh ja, das ist das Aurikulki von Vesi. Viele Visionen füllten seinen Kopf, als er aus diesem Gefäß trank. Und der Morgen danach war von stetiger Übelkeit erfüllt. Doch Vesis Geist wird nie wieder trinken. Sein Geist wurde von dieser Insel vertrieben, bevor ich sein Aurikulki vom Fluch befreien konnte. Mimak ist ihm nun auf die andere Seite gefolgt. Sein Tod betrübt mich sehr. Okay, ich krieg echt Seelenabzug durch die Abgabe der Aurikulkis. Wegen der Aurikulkis. Naja. Was hältst du hiervon? Dieses Zepter ist das Aurikulki von Osi. Mit ihm konnte er die Mächte des Himmels und der Erde heraufbeschwören. Nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn die Kobolde seine wahre Macht erkannt hätten. Doch der Geist von Osi wurde mit Gewalt vertrieben.
Nun wird Travi nie wieder rätseln können. Sein Lebensfunke ist erloschen. Vielleicht sind die Dinger verflucht oder so. Wegen der Aurikulkis. Ist das ein Aurikulki? Ja, diese Pistole gehörte einst dem altehrwürdigen Sudi. Sie ist ein Zeichen von Macht und Durchsetzungskraft. Gut gemacht, Homie. Leider hast du Sudi zurück in den Schatten geschickt, bevor du mir das Aurikulki brachtest. Der Preis war Zekis Leben. Ich hoffe, er schafft es auf die andere Seite. Du hast nun alle Aurikulkis gefunden. Leider können nicht alle Gnome ihre Rückkehr feiern. Ich werde sie reinigen und bald wieder an ihren angedachten Ort bringen. Nimm dies als Dank für deinen großen Dienst. Okay, irgendwas habe ich falsch gemacht. Ich weiß nur nicht, was, in welcher Reihenfolge ich jetzt was falsch gemacht hatte. Ich habe die Aurikulkis erst abgegeben, nachdem der tot war, aber der Typ hatte doch... Nee, hatte der nicht dabei? Ah, nein, die Aurikulkis lagen da rum. Ich habe die eingesammelt und dann diese Gnome getötet, diese Gnomengeister letztes Mal. Ah, okay, ich hätte die einfach abgeben müssen. Ich hatte mich ja so gewundert, warum die überhaupt feindlich gesinnt sind. Aber okay, na gut, dann habe ich da jetzt wohl ein bisschen... Naja, okay. Gibt es hier noch irgendwas? Nein, ich müsste die eigentlich auch irgendwie abgeben können, die Kobold-Invasion. Kann ich das ihm auch noch sagen? Woher kamen die Kobolde? Ihr Ursprung ist mir unbekannt. Aber auf unsere Insel kamen sie mit großen Flößen. Doch ich frage mich, wer sie dazu überredet hat, die Gefahren des Meeres auf sich zu nehmen. Irgendetwas oder irgendjemand muss sie antreiben. Der Anführer der Kobolde ist tot. Sie hatten also tatsächlich jemanden, der ihnen den Weg gewiesen hat. Sag, Homie, wie hat er ausgesehen? Weiß. Hä? Wie ein Kobold, nur dicker. Wie eine dicke, fette Made. Gut, Maden sind weiß. Ich fand jetzt, der sah jetzt nicht dicker aus, aber... Wie eine dicke, fette Made. Made? Ein Wurm hat sie angeführt. Du solltest das nicht zu wörtlich nehmen. Oh, verstehe. Die Hauptsache ist, er ist platt. Du meinst tot. Ja, von mir aus auch das. Danke, Homie. Als Kumpo aller Gnome hast du dir einen Teil des großen Gnomenschatzes verdient. Nicht schlecht, danke. Okay. Die Insel ist wieder sicher. Die Kobolde stellen keine Bedrohung mehr dar. Was macht dich so sicher? Ohne den Koboldkönig sind sie führungslos und von den Vorposten geht keine Gefahr mehr aus. Und ohne die Macht der Aurikulkis können sie sich auch nicht mehr unserer Schamanen bedienen. Du sagst es. Ich denke, es gibt zwar noch einiges zu tun, aber damit werden wir Gnome schon fertig. Du wirst als Hüter des Friedens in unsere Geschichte eingehen. Danke, Homie. Okay, gut, dann haben wir jetzt auch alles geregelt. Ich kann dann wieder zurück zu meinem Schiff endlich. Und dann werde ich nämlich nächstes Mal... Wird es nicht mal wieder Zeit, deine Crew zu inspizieren? Ja, Bones, okay. Was sagt dir dein Gefühl für diesen Teil der Welt? Die Gnome glauben an das Leben nach dem Tod. Emsig sind sie bemüht, alles zu Lebzeit dafür zu geben, ihre Habe zu vermehren. Am Ende allerdings erwartet sie die Erkenntnis, dass im Schattenreich Besitz keine Bedeutung hat. Tragisches Schicksal. Das also ist die Insel der Diebe. Ja, pass bloß auf deine Taschen auf. Außer du willst als Bettler enden. Hatte ich nicht vor. Gut, ich will zwar nicht behaupten, dass ich den Gnomen nicht traue. Aber du traust ihnen nicht. Schon verstanden. Gut, alles klar. Dann werde ich nächstes Mal einfach mal zur Insel der Diebe segeln. Genau, Quatsch, zur Nebelinsel. Und Cross-Geisterflotte könnten wir auch ansteuern, aber ich meinte ja, das ist ja dann eher Richtung Finale, glaube ich. Deswegen werde ich dann... Wo ist die? Da, die Nebelinsel. Die ist auch was kleiner als die anderen großen. Ist natürlich ein bisschen größer als die Insel der Diebe. Ja, anscheinend auf Antigua-Niveau. Gut, dann sehen wir uns nächstes Mal wieder. Bis dahin.